Man merkt es hier im Stadion. Alle sind nervös, alle sind angespannt, alle fiebern dieser heutigen Partie entgegen. Wir freuen uns auf Borussia Dortmund gegen Bayern München. Der Signal Iduna Park brodelt. Ich hoffe, Sie können mich überhaupt hören, liebe Zuschauer. Denn was die Fans von Borussia Dortmund und Bayern München hier jetzt schon veranstalten, das ist schon unglaublich. Es ist das Stelligein der deutschen Fußballelite. Es ist der Klassiker. Viele sagen ein besseres, ein spannenderes Duell. Ja, das gibt es im deutschen Fußball aktuell kaum. Sehe ich auch so, schon seit Jahren eigentlich, wenn die beiden gegeneinander spielen, dann wird es hochklassig. Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Willkommen. Und so tritt der BVB heute also an. Im Tor ist Gregor Kobel. Rafael Guerreiro spielt mit Thomas Meunier in der Abwehr. Jude Bellingham steht gemeinsam mit Mahmoud Dahoud im Zentrum. Und vorne agieren sie in dieser Begegnung heute mit zwei Stürmern. So gehen es die Bayern also heute an. Dieses extreme Pressing, was sie immer wieder spielen, geht natürlich ganz schön an die Körner, ne Buschi? Ja, das können wir wahrscheinlich auch heute wieder beobachten. Aber sie haben die Physis, um das durchzuhalten. Das machen sie immer sehr, sehr gut. Was mich am BVB immer wieder begeistert, ist dieses Gespür für große Talente. Ja, und dann kommt immer wieder der Moment, wo sich die Konkurrenz meldet und dann sind diese Talente auch ganz schnell wieder weg. Das macht die Arbeit nicht gerade leicht, aber du hast natürlich recht, die Späher des BVB, die sind absolute Weltklasse. Es kann losgehen. Wir gehen rein in den Klassiker BVB gegen Bayern. Die Creme de la Creme im deutschen Fußball. Mehr geht nicht. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann machen sie es eigentlich gut. Ein echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Für das Foul zeigt er die gelbe Karte. Und so früh vorbelastet zu sein, ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Freistoß kommt. Das ist abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Jetzt ist die Kugel weg. Und jetzt Müller. Oh, das könnte was werden. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Sehe ich auch so. Gute Chance und dann dieser schwache Ball.
Dahoud. Das ist Guerrero. Malen. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Setzt sich da schön durch. Angriff hier über Sadio Mané. Vorteil für den FC Bayern. Davis. Erstmal Ballverlust. Einwurf für die Bayern. Jetzt Meunier. Ja, wird hier gut unterstützt. Steilpass kommt nicht an. Abgefangen. Hätte eine gute Aktion werden können. Da ist Platz für den Konter. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Anthony Modest. Schöne Aktion. Zwei Tore Vorsprung also für den BVB. Das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt, tolles Tor. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Gnabry. Jetzt die Bayern im Angriff. Lukas. Da ist Müller. Musiala. Er fängt diesen Ball ab. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Kimmich. Da haben die Bayern Platz. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Anthony Modest. Malen mit der Chance. Den hält er. Und damit verhindert er den Doppelpack. Zumindest vorerst. Ecke kommt von Guerrero. Gut vom Torhüter. Die Ecke ist kein Problem. Jetzt Meunier. Beim Ballbesitz hat Borussia Dortmund im bisherigen Spielverlauf eindeutige Vorteile. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Auch jetzt haben sie Ballbesitz, sie greifen an. Anthony Modest. Flanke soll zu Reus. Da klären sie erstmal. Da könnte jetzt was entstehen. Ganz stark abgeblockt. Jetzt der Fehler. Abpfiff. Das war die erste Hälfte. Sadio Mané heute mit einer schwachen Leistung. Der kann definitiv mehr. Er kommt nicht so richtig zum Abschluss. Hat es richtig schwer in diesem Spiel.